In einer Großstadt wie Berlin kennen viele die Gesichter hinter den Klingelschildern nicht. Die Friedrichshainer Initiative Polly & Bob will das ändern und setzt sich für eine Nachbarschaft ein, die sich kennt, gegenseitig unterstützt und Zeit miteinander verbringt. Zum Beispiel bei einem Wohnzimmerkonzert in der Musikschule nebenan. Ich arbeite fürs Musikzimmer und eine Schülerin, Studentin hier, die mit dem Pianisten Miguel Vareis lernt, Klavier spielen lernt, organisiert das mit. Und sie hatte das vorgeschlagen und da wir uns auch Musikzimmer nennen und eher einen gemütlichen Raum zum Musiklernen anbieten, haben wir gedacht, dass das sehr gut passt zu uns. 39 Künstler oder Bands treten heute bei 80 Konzerten auf. Von schwedischem Folk über klassische Musik bis hin zu Gitarrensolos. Gäste dürfen bis zu 4 Konzerte in Galerien, Musikschulen oder privaten Wohnzimmern besuchen. Und das komplett kostenlos. Der enge Kontakt zwischen Besuchern und Musikern steht dabei im Vordergrund. Ich würde sagen, es ist die Königsdisziplin. Also dieses wirklich auf engstem Raum, ohne Verstärkung, ohne Hall, ohne Effekte, ohne Bühne, ohne Distanz zu den Leuten. Also wirklich Gesicht zu Gesicht sozusagen. Und wo eigentlich auch jeder Fehler klar zu hören ist, aber eben auch die Emotionen ganz anders rüberkommen. Also hier war es schon eher so sehr herzlich und offen. Ne? Also es war wirklich so, die Leute haben gelacht und man hat irgendwelche Sprüche gerissen und so. Und ich musste tatsächlich echt aufpassen, dass ich keinen Lachanfall kriege zwischendurch. Nur die Unterstützung von Freiwilligen und die Bereitschaft, fremde Menschen in den eigenen vier Wänden zu empfangen, macht eine solche Veranstaltung möglich. Mitorganisatorin Anja öffnet ihre Wohnzimmertüren für unbekannte Nachbarn zu einem Cello- und Klavierkonzert. Es ist für mich persönlich eine ganz tolle Idee, mich zu engagieren. Also neben dem Beruf noch eine Initiative zu haben, wo ich was machen kann, wo ich auch neue Leute kennenlernen kann und vor allen Dingen das hier in meinem Kiez umzusetzen, das ist mir sehr wichtig. Und darum ist diese Initiative auch genau mit dem richtigen Fokus. Also Nachbarn zu verbinden, zu gucken, wer wohnt nebenan oder wer wohnt in diesem Kiez, das geht genau in die richtige Richtung und darum will ich mich auch persönlich da engagieren. Für Sängerin Anne ist eine funktionierende Nachbarschaft auch ohne Wohnzimmerkonzerte schon selbstverständlich. Ein positives Beispiel von Zusammenhalt im Haus. Es ist halt so einfach, so kleine Sachen zu helfen. Also meine Nachbarn zum Beispiel haben ganz kleine Kinder und die spielen auf dem Hof und die Nachbarn wohnen ganz oben. Wenn ein Kind hinfällt und schreit, bin ich einfach schneller da. Und ich meine, warum sollte ich das dann nicht machen? Genauso wie die meine Wäsche abhängen, wenn es regnet. Und es ist einfach so einfach für alle. Die rund 1400 Anmeldungen zu den Wohnzimmerkonzerten zeigen, dass der Wunsch nach mehr Offenheit und Zusammenhalt im Kiez groß ist. Die Leute, die hier heute hier waren, die wollten bewusst zu einem Klavier- und einem Cello-Konzert kommen. Die wollten bewusst mal Klaviermusik in einem kleinen Rahmen hören und das war perfekt heute Abend. Bei der anschließenden Aftershow-Party in der stillgelegten Zwingli-Kirche geben noch einmal einige Musiker ihr Talent zum Besten. Wer bisher noch keine neuen Freunde gemacht hat, kann das jetzt nachholen. Mit einem Kennenlernspiel führen die Veranstalter die fremden Menschen zusammen. Es gilt, das Gegenstück einer zerschnittenen Spielkarte zu finden. So, hier haben wir noch einen Herzkönig. Herzkönig, Herzkönig, hier ist der Axel. Trotzdem wird man mit manchen Nachbarn wohl nie warm werden. Ich habe so einen, der wohnt unter mir, ist ein DJ. Den finde ich zum Kotzen, weil er nachts um 4 nach Hause kommt und um 5 alle Bässe anstellt. Ich habe die Nase so voll davon, Sie glauben es gar nicht. Berlin mag eine anonyme Stadt sein. Dennoch geben Initiativen wie Polly & Bob Hoffnung auf eine Nachbarschaft, in der die Menschen gemeinsam statt nebeneinander leben. Die Idee ist ja ganz einfach. Es geht darum, Menschen kennenzulernen. Es geht darum, Kontakte zu knüpfen und was zusammen zu machen. Und es muss nur einen geben, der sich vor den Karren spannt im Prinzip und die Leute motiviert mitzumachen. Wetten, dass. Deutschlands letzte große Samstagabendshow geht in den verdienten Ruhestand. Jahrelang sinkende Quoten und 4 Moderatoren begleiteten den langsamen Niedergang des TV-Events für die ganze Familie.
Ähnlich langsam wollen wir nun diesen Abschied feiern und präsentieren bis zur letzten Wetten, dass Folge im November ab jetzt jeden Monat. Ein Monat ist es her, dass das ZDF das Ende von Wetten, dass verkündet hat. Und alte Sendekonzepte bis zum Äußersten ausreizen, das können wir auch. Deswegen gibt es heute eine gute alte Straßenumfrage auf dem Alexanderplatz. Wetten, dass geht zu Ende. Wie fühlen Sie sich dabei? Sie haben es früher geguckt vielleicht? Ja, also früher habe ich es geguckt. In der Zwischenzeit sehe ich mir dann lieber schon was anderes an. Keine sonderlich große. Ich finde es gut, dass es jetzt zu Ende geht. Es war zum Ende nur noch eine Blamage fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Es war damals gut mit Gottschalk gewesen, aber jetzt nicht mehr. Da bin ich schon, weil also es ist ja generationenübergreifend gewesen, die Sendung. Also ich bin ja auch schon über 60 Jahre alt und die Sendung, kann ich mir vorstellen, wie lange die gegeben hat. Ne? Und man hat immer geguckt und war okay. Also an den Gottschalk, wie er früher mal war, kommt sowieso keiner ran. Jetzt ist er auch älter und das würde vielleicht auch nicht mehr so klappen. Was denken Sie dann, was der Grund jetzt am Ende war? Einfach, also es lag Ihrer Meinung nach nicht am Moderator, oder? An dem Lanz. Ich habe gegen Lanz nicht, aber das Problem ist, für mich kamen nur zwei Anfragen, wie der Frank Elstner oder der Thomas Gottschalk. Ansonsten, die anderen, auch der Lippert war nicht der richtige entsprechende und der Lanz auch nicht, kann ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich glaube, so ein bisschen auch die Stimmungsmacher dagegen und die sinkenden Zuschauerzahlen. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre und die Stimmung nicht so gegen ihn gewesen wäre, hätte er, glaube ich, weitermachen können. Ja gut, da war man jetzt nicht persönlich, oder ich sollte nicht persönlich werden, aber ich finde, er ist kein Mensch, der ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gehört. Hätten Sie sich jemand anderen gewünscht vielleicht, statt ihm? Also ich hätte Harpe Kerkeling interessant gefunden, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte. In Harpe Kerkeling. Harpe Kerkeling. Markus Lanz. In Harpe Kerkeling. In Harpe Kerkeling. Helene Fischer. Der Programmdirektor vom ZDF möchte jetzt den Platz, der frei wird am Samstag, mit Helene Fischer-Konzerten irgendwie füllen. Was halten Sie davon? Also sagen wir mal so, ich kann mir vorstellen, dass das für, um den Mainstream zu treffen, also Leute, die das gerne sehen möchten, würde es vielleicht passen. Mein Ding ist es nicht so, aber die müssen ja auch das liefern, was irgendwie das Publikum sonnabends schauen möchte. Sauber, sie ist eine attraktive Frau, atemlos, ja, finde ich, klasses Lied, ist okay, wenn sie es machen würde, würde ich dann auch gucken, sofort. Lippenstift, Lidschatten, Nagellack in hunderten von Ausführungen. Auf der Beauty Forum Messe in Leipzig stehen heute Schönheit und Wellness im Mittelpunkt. Doch man sollte nicht gleich mit dem Gesicht in den Farbtopf fallen. Oder doch? Beim Bodypainting wird der Körper zum Gesamtkunstwerk. Frenze, Anni und Pascal nehmen erstmalig an einem Bodypaint-Wettbewerb teil. Ich habe irgendwie im Internet mal recherchiert, weil ich ja schon mal bei einem Facepainting mitgemacht habe und dachte mir, hätte ich mal wieder ein bisschen Lust. Und habe es gefunden und habe mich angemeldet und dann war es schon soweit. Die international vertretenen Teilnehmer haben 5,5 Stunden Zeit, ihr Model zu bemalen. Das Thema Fernweh von fremden Ländern und Kulturen kann dabei individuell umgesetzt werden. Vorab machten sich die drei viele Gedanken und Skizzen. Sie entschieden, die Front- und Rückansicht vollkommen gegensätzlich zu gestalten. Es war auf jeden Fall wichtig, dass wir irgendwie die Sache kritisch beleuchten. Wir sind dann eben auf diesen Alltagszwang gekommen. Also es ist nicht nur der Businessanzug für die Arbeit, sondern auch für Geld. Und obendrauf hatten wir diesen Hut mit der Zeit. Die Mauer symbolisiert, dass man halt nicht weg kann. Ne? Also, dass der Beruf einen einschränkt. Nicht nur der Beruf, eigentlich das alltägliche Leben. Fernweh hat für die drei auch immer etwas mit Schmerz und Zwängen zu tun. Während Frenze mit dem Malen des vorderen Teils versucht, dieses Leid zum Ausdruck zu bringen, widmet sich Pascal dem Rücken. Dieser soll den Wunsch vom Ausbrechen und Reisen verdeutlichen. Wenn der Reißverschluss des Anzugs sich öffnet, kommt darunter zum Vorschein Anni, die gerne reisen würde. Am besten auf einem riesigen Segelschiff mit einem riesigen Ausguck und alle möglichen Wahrzeichen, Länder der Erde, Kulturen entdecken möchte. In einer großen Messehalle wie dieser über 5 Stunden nackt Model zu stehen, ist für Anni eine neue Herausforderung. Also für sie würde es irgendwie immer kälter werden.
und ich kriege auch voll schon die Gänsehaut. Aber wie gesagt, ich zeige ja hier so ein bisschen den kleinen Ofen und ich könnte mich da einfach wieder hinsetzen. Aber ich freue mich schon voll drauf, das Ergebnis dann gleich zu sehen. Also ich glaube, dafür lohnt sich ja das ganze Stehen. Das ist ja alles für die Kunst, die Fans, wie man gesagt hat. Ja. Die Teilnehmer haben nur noch 15 Minuten Zeit, die restlichen Schönheitskorrekturen vorzunehmen. Zu den Bemalungen des Körpers kommt nun auch aufwendiger Kopfschmuck. Pascal und Frenze helfen sich in den letzten Minuten gegenseitig bei Vor- und Rückseite, um noch rechtzeitig fertig zu werden. Zuletzt kleben sie Geldschein und Flügel an und setzen Anni ihren selbstgebastelten Hut aus Aktenordnern und Blumen auf. Wir haben auf jeden Fall viel gelernt, also gerade was auch das Zeitmanagement angeht. Wir haben nicht gedacht, dass man in 5 Stunden doch so unter Zeitdruck gerät. So von einer Stunde, anderthalb Stunden dachte ich, oh, also es wird alles eng auch von der Zeit und wir haben ein paar Sachen weggelassen, die wir eigentlich noch machen wollten und so weiter, aber sozusagen bin ich total zufrieden. Das Preisgeld für den ersten Platz beträgt 700 Euro, was gar nicht so viel ist, wenn man bedenkt, wie viel allein die Materialien kosten. Ich habe ungefähr 250 Euro für die ganze Materialkosten, Farbe und alles ausgegeben und die würde ich natürlich von dem Geld dann wieder einnehmen und den Rest auf jeden Fall aufteilen, weil ich finde, dass wir alle echt viel daran gearbeitet haben und jeder dann verdient auch seinen Teil zu bekommen. Bevor die Bodypaint-Models auf die Bühne dürfen, schaut sich die Jury jedes einzelne Modell genau an. Die Künstler haben die Chance, ihre gemalten Ideen zu erklären. Als wir im Raum mit der Jury waren und die sozusagen im Einzelgespräch Anni sich angeschaut haben, glaube ich, dass sie ziemlich positiv beeindruckt waren von uns. Aber wenn ich das nicht einschätzen kann, weil ich das zum ersten Mal mache, Frenze auch, und wir nicht so richtig wissen, ob die jetzt einfach nur nett zu uns sind oder die uns mega geil finden. Wir haben so schon echt viel gewonnen, dadurch, dass wir einfach nur mal mitmachen durften. Und deswegen bin ich einfach froh, dass es jetzt vorbei ist und das ist schon irgendwie voll der Sieg. Und es ist Zeit zu fragen, wer ist es denn nun? Wer gewinnt die Bodypainting Trophy 2014 hier in Leipzig? Herzlichen Glückwunsch, Johannes Stötter! Die Konkurrenz ist hart. Deswegen haben sie es heute leider nicht auf eines der Treppchen geschafft. Sieger wurde dieses Jahr der Bodypaint-Weltmeister Johannes Stötter aus Italien, der zuletzt auch zu Gast bei Stefan Raab war. Traurig sind die drei jedoch nicht. Also ich würde auf jeden Fall nochmal herkommen, weil ich eben eine tolle Erfahrung fand und viel gelernt haben. Wir haben jetzt auch viel Spaß gemacht, mit den beiden so zu schnacken und die Ideen zu entwerfen und mich dann natürlich auch vermeiden zu lassen. Also wäre ich auf jeden Fall nochmal dabei. Ich war auch beeindruckt, wie manche andere Leute hier, die das schon professionell quasi machen, es geschafft haben, extrem detailreiche und extrem komplexe Sachen in diesen 5 Stunden fertig zu kriegen. Wo wir dann teilweise Sachen weglassen mussten, haben die es noch geschafft. Und das ist doch eigentlich eine Art Vorbild vielleicht fürs nächste Mal. Musik.